Norman, Nomad hier. Bin auf Empfang. Das ist kompliziert, Nomad. Im Channels Forschungszentrum könnte es jede Menge Claw-Forschungsdaten geben. Sam Fisher hat die Gefahr beseitigt, aber niemand darf eventuell übrige Daten bekommen. Nicht, dass die Bordaks dasselbe nochmal abziehen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl an dem Ort. Schwächen Sie die Bordaks mit Destabilisierungseinsätzen, bevor sie angreifen. Wir könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. Die Bordaks haben ein bewaffnetes Fahrzeug, das nützlich sein könnte. Kapern Sie es. Zerstören Sie alle gegnerischen Fahrzeuge, die das Forschungszentrum sichern sollen. Es gibt mehrere Outcast-Geiseln an zwei Orten. Wenn Sie die befreien, stärken Sie unsere Verbündeten vor Ort am Boden und in der Luft. Die letzte Phase dieser Operation erfordert einige Vorbereitungen. Es gibt viele stromproduzierende Anlagen in der Nähe. Hacken Sie das Stromnetz und leiten Sie einen massiven Stromstoß in das Forschungszentrum, um die Elektronik zu grillen und die Daten zu löschen. Dann beseitigen Sie alle Daten- und Sicherheitssysteme im Forschungszentrum, damit die Outcasts das Gebäude gefahrlos einnehmen können. Verstanden, Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zu der dritten Motherland-Folge in MN Copper. Ja, in der letzten Folge waren wir da hinten, hat man gerade eben kurz gesehen. Da drüben, da, DT Fuse, da waren wir. Jetzt sind wir in MN Copper, dafür habe ich mich entschieden. Und du hörst es vielleicht bereits, es kann sein, dass ich mich stellenweise ein bisschen lauter anhöre, vielleicht auch stellenweise zu laut. Ich habe den Kompressor mal deaktiviert, weil mir aufgefallen ist, dass da immer noch ein paar Tonprobleme waren, dass ich mich ziemlich dumpf angehört habe in der letzten Folge. Und ich hoffe, dass das dadurch jetzt behoben sein sollte. So, allerdings solche Störgeräusche wie jetzt gerade, ich hoffe, das war nicht zu laut. Wenn es zu laut war, dann hoffe ich, dass ich es im Schnitt leiser gemacht habe. Und ja. Das war der Mikrofonarm, den habe ich gerade noch ein bisschen weiter zurückgeschoben, damit ich nicht ganz so laut bin immer. So, okay, was gehen wir denn hier zuerst an? Fügt Rebellen im Luftraum hinzu. Entfernt, okay, das ist für die letzte Mission. Das fügt gepanzerte Fahrzeugpatrouillen hinzu und das erhöht die Rebellenpräsenz generell. Ich würde zunächst die gepanzerten Bodeneinheiten angehen, Fahrzeugpatrouillen, dann die generelle Rebellenpräsenz, anschließend die Rebellen im Luftraum und dann zum Schluss, wie immer, die Mission, die sich nur auf die letzte Mission der Region auswirkt. Hier vorne gibt's direkt Tarnungspunkte. Ja, die müssen wir uns natürlich holen. Ich habe mir in der letzten Folge... Oh, das sind ja Gegner. Was soll das denn hier? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Hier wimmelt es aber von Gegnern. Wo bin ich hier, sag mal? Was ist das für ein Ort? Die Westradarstation. Bin ich so weit gelaufen? Okay. Gut, mir soll's recht sein. Da sind die Tarnungspunkte. Das ist ja alles, was ich will. Und den Heli. Gut. So, können wir gerade mal schauen. Ja, jetzt können wir uns das leisten. Sehr gut. Und jetzt ist dann auch die Waffe getarnt. Genau, und die Tarnung an sich sieht ein bisschen anders aus. Ist nicht mehr ganz so stark geriffelt. Sehr schön. Oh, sehr gut. Da hinten müssen wir hin. 5 Kilometer. Aber ich will den Heli unbedingt behalten. Was müssen wir denn machen? Feindliches Fahrzeug stehlen und abliefern. Oh, da kann ich den Heli ja gar nicht gebrauchen. Naja. Dann nehme ich eben doch nicht den Heli. Wenn das so weit unten ist, wo gehen wir denn da am besten hin? Hier wäre ein Biwak in der Nähe relativ. Ich habe hier so viele Fragezeichen noch nicht aufgedeckt. Wo gibt es denn sowas? Ich spiele das Spiel schon so lange. Aber ich habe bisher nur selten wirklich Jagd auf Fragezeichen gemacht.
So, dalle. Da drüben hin müssen wir. Ich könnte natürlich auch die Werkstatt in Biwak aktivieren, weil es ja Erwa nicht gibt, aber... Da sind wir. Mittlerweile kann ich ja schon sagen, all die Jahre, auch ohne ausgekommen. Da gibt's Fahrzeuge. Oder? Ja. Jo. Hey, Vadim. Immer mitten rein. Du hast da eine Kugel zwischen deinen Augen. Leider kein Elektrobike. Die Elektrobikes sind so geil schnell. Aber besser als nix. Hui. Also ganz ehrlich, ich glaube, mit Motherland, das ist der perfekte Einstieg in Breakpoint. Lass die Story einfach links liegen. Die paar Spoiler, die interessieren eh nicht. Und dann zockst einfach Motherland. Der Fahrer ist doch ihre. Was? Der Fahrer ist doch ihre? Ah, ihrer. Okay, ich verstehe. Oder ihre? Keine Ahnung, ich hab's nicht richtig verstanden. Ich sag einfach... Oh mein Gott. Oh Gott. Nein! Ich bin genau in die Basis reingefahren. Ja, hallo. Ibims. Eins Ghost. Oh Gott. Das war's. Ich bin tot. Vom Bike gesniped. Nice. Oh, ich wusste nicht, dass wenn ich aus dem Tunnel rauskomme, sofort in der Base stehe. Ich habe übrigens... Das Abzeichen, was ich da hab. Ja, nicht dahin zielen, ich ziel dahin. Alles klar. Das wird nix. Komm. Ich mach mal hier Ende. Das wird eh nix mehr hier. So mitten in der Base umzingelt von Gegnern umzufallen. Ja, das Abzeichen, was ich sagen wollte, das Abzeichen, was ich da hab, dieses Ghost-Abzeichen. Ghost Recon-Abzeichen, das habe ich übrigens im Moment auch gerade. Ich habe ein T-Shirt davon an. Dieses hier. Dieses Abzeichen hier. Den Patch. Habe ich gerade ein T-Shirt mit dem Aufdruck an. Habe ich mir bei Amazon bestellt. Allerdings ist es ein Fruit of the Loom, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ziemlich kratzig und ja, nicht sonderlich, was ist das denn? Nicht sonderlich bequem. Kann ich nicht empfehlen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es eine Größe zu klein ist. Die etwas Älteren unter euch, die kennen das vielleicht. Wenn man so als Jugendlicher und als junger Erwachsener noch Größe M hatte. Und ja, dann irgendwie... sich dann irgendwann mal so weitere Klamotten gekauft hat, so richtig weite, gemütliche Klamotten, so Trainingsanzugmäßig. Und dann irgendwie so 2 Jahre später sich zum ersten Mal wieder selbst irgendwelche Kleidung kauft. Und einem dann plötzlich nicht mal mehr L passt, sondern dass man plötzlich XL braucht. Das war so eine niederschmetternde Erfahrung. Können wir hier schon sehen, wo die Tarnungspunkte sind? Ach, guck mal. Direkt da unten. Gut. Landen wir da. Schnappen uns die Tarnungspunkte. Gibt's hier einen Generator? Ich habe eben gesehen, das ist ein Haufen Geschütze. Generator sehe ich hier jetzt mal so keinen auf Anhieb. Gut, weißt du was? Wir gehen einfach rein. Doch, ich gebe an. Ja,
Nein! Mein Gott. Sag mal, sind da nur gepanzerte oder was? Ich sehe einen Sniper, der auf uns zielt. Und da kommt eine Rakete. Ja. Der Sniper schießt gleich. Oh mein Gott. Und. Ach du heilige. Hilfe! Wir haben hier blaues Wunder erlebt. Tarnung aktiviert. Wir weichen mal aus. Warum gehe ich eigentlich nicht mehr Stealth vor? Warum? Das ist eigentlich dumm. Vor allem, weil mir Stealth ja eigentlich am meisten Spaß macht. Ist der tot oder lebt er noch? Das werde ich gleich merken wahrscheinlich. Oh, da ist er ja. Ich glaube, das liegt daran, dass ich eben gerade die andere Folge aufgenommen habe. Also jetzt schon über eine Stunde aufnehme. Wenn man die Testaufnahme mit einrechnet, sind es wahrscheinlich schon über 2 Stunden. Mach doch einen Base-Jump. Na toll, das war's. Tarnung weg. Einbuddeln. Schnell einbuddeln. Besser spät stealthen als nie. Weil immer so, je länger so eine Aufnahmesession geht, desto mehr offensiv gehe ich vor. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auch generell, je länger ich spiele, ich fange immer stealth an, also schleichend, und dann werde ich immer lauter. Vielleicht, weil ich dann immer übermütiger werde. Könnte sein. No, 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 no. Oh, scheiße. Eieiei. Ja, hä? Ich war doch sowas von weit von diesem Explosionsradius entfernt. What the fuck? Ist schon besser. Eieiei. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Verband ist weg. Der Verband am Bein ist weg. Ich darf nicht mehr verletzt werden. Ich habe keine Verbände mehr an den Armen oder an den Beinen. Bin komplett verbandlos. Endlich. Ich war schon so lange nicht mehr verbandlos. So, das war der Mörser. Foil, foil frei. So. Ich höre jetzt auf, mich über die lustig zu machen, die gerade angestürmt kommen. Wo ist das? Oh Gott, Natal. Rapante, Rapante. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder verletzt. Toll. Schieße. Raketenschütze, so viel. Triff sie dort, wo es weh tut. Nicht schlecht. Er heilt sich nicht. Ah, doch jetzt. Ach, so viel zu. Ich bin so froh, dass der Verband weg ist. Lange angehalten hat's ja nicht. Ich will diese scheiß Tarnungspunkte. Und dann das Fahrzeug stehlen, das da unten steht. Das ist mein Ziel. Sieht gefährlich aus. Ist alles ruhig? Ist ziemlich ruhig gerade. Gut, die haben versucht, meine alte Position zu stürmen. Ist aber keiner mehr da. Wir sind weg.
So, Tarnungspunkte haben wir. Waren es genug, um nochmal was? Nein, nicht, ne? Also hier brauchen wir 1000 mindestens fürs nächste. Hoppala. Da war ein Ruckler drin. Was ist hier los? Warum ruckelt's? Was ist los? Hat sich wieder gefangen? Ich schätze mal. Jo, gut. Keine Überraschungen mehr. Oh wei, da hinten sind auch ganz schön viele. Feuer frei. Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Position. Mein Ziel erfassen. Roger, bewege mich zum Ziel. Hab keinen Sichtkontakt, Boss. Oh Mann, warum nicht? Hier war noch irgendwo einer. Der muss definitiv weg. Erfasse den Raketenschutz. Vom Feind ist nichts zu sehen. Sicher, nichts zu sehen? Schon wieder so ein Frame-Drop. Was ist los? Rock'n'Roll. Was ist da los? Die ganze Zeit lief es echt flüssig. Vielleicht muss ich das Spiel nochmal neu starten. Aber nicht jetzt. Vielleicht ist es auch nur hier. Wer weiß. Das Ding ist kaputt, ne? Nein, ist nicht kaputt. Und deaktivieren wir die Teile erstmal. Damit sind wir kein Vorteil. Natürlich haben sie das gesehen. Ach, Mann. Ich hab gedacht, ja, hoffentlich fällt er nicht runter, aber scheinbar haben sie gesehen, wie er umgefallen ist. Hä, was ist? Hier ist nichts. Was war? Ist das reproduzierbar? Ja. Der geht an der Luft in Deckung. Beigelaufen. Beziehungsweise ist ein anderer. Ich brauche für das Ding die Tarnung eigentlich nicht zu aktivieren. Da unten zu dem wollte ich. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Jetzt sieht man es da unten. Ich spüre, dass ich was in der Nähe. Aber ich aktiviere die Tarnung trotz. Also schon wieder so ein Punkt, wo der einfach in Deckung geht. Ich glaube, mit der Basis hier stimmt irgendwas nicht. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Die sind hier noch nicht hoch. Bereit, Boss. Kommt der oder geht er wieder zurück? Ich kann nicht drüber gucken. Ich hab eine Granate für dich. Hä, wo ist er denn hingelaufen? Das sollte Schaden anrichten. Warum wirfst du eine Granate? Bist du dumm? Wir schleichen hier. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Ah, ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, wie die das Ding aktiviert. Ich habe das noch nie gesehen. Mein Ziel erfassen. Oh oh. Alle tot. Gut gemacht. Ja, alle bis auf den da hinten. So. Mein Gott. Genau, Muchachos. Der Feind ist hier. Und dort, und dort. Und da drüben auch. So. Perfekt. Naja,
Nicht wirklich perfekt, aber... Ja, weiß, was ich meine. Da hinten läuft noch irgendwo einer. Ah, guck mal da. Oh, dann aber jetzt schnell. Oh. Ja, ja, mach das mal. Phänomenal. Denn das letzte Mal, als ich die befreit habe, das hilft den Outcasts weiter. So in dem rauskriegen, wie man damit umgeht. Im Vorabzugang war deren erste Amtshandlung, eine Granate auf dieses Fahrzeug zu werfen, weil da ein Gegner dahinter stand. Habe ich die befreit und dann ist die Mission direkt gescheitert quasi. So, wie kommen wir denn da raus? Ich würde so gerne mit dem Heli raus. Ich glaube, wir müssen durch den Tunnel, ne? Durch den wir eben in die Basis reingestolpert sind. Ich guck mal eben auf der Karte. Also nicht über die Brücke, also nicht nach links, sondern einfach immer geradeaus. Hier über den Feldweg oder was auch immer, Trampelpfad. Und dann sind wir fast da. Und dann ein bisschen querfeldein. Komm, Feuer. Feuer, du mal. So. Haben wir das schon mal gleich geschafft. Feuer. Jetzt können die Outcasts die Transporte der Bodaks in der Region stören. Sehr schön. Ja, und bei der nächsten Mission werde ich mich auf jeden Fall wieder mehr konzentrieren. Ich gelobe es. Ich gelobe es feierlich, mich mehr zu konzentrieren und wieder taktischer vorzugehen. Was ist denn das nächste? Oh, da unten ist noch was, okay. Das nächste habe ich gesagt. Generelle Feindpräsenz, ne? Das ist dort drüben. Will ich erstmal da vorne hingucken? Oder? Ach nee, das ist auf der anderen Seite. Da oben. Nee, dann nicht. Dann Schnellreise. Okay, hier müssen wir 4 Geiseln befreien, ohne gesehen zu werden. Na siehst du mal, da habe ich nicht mal eine, nicht mal die Wahl. Da muss ich mein Versprechen einlösen. So, erstmal wieder Munition aufstocken und alles andere, was ich dummerweise verbraucht habe. Durch Unkonzentration. Ich trinke mal noch einen Schluck. Ich trinke viel zu wenig beim Aufnehmen. So. Ich trinke normalerweise immer so zwischen 3 und 5 Liter am Tag. Aber wenn ich aufnehme, dann trinke ich halt einfach stundenlang gar nichts. So, wohin müssen wir? Wo ist das? Ich bin immer irgendwie total blind. Ich weiß nicht warum. Warum sehe ich den orangenen Böppel nicht? Wo ist der? Hinter mir. Wo? Ich sehe ihn immer noch nicht. Da drüben. Gefunden. Wie komme ich da am besten hin? Im Heli wäre geil, aber... Also Heli hochfliegen... Was ist das denn? Ach so, im Baum. Nee. Der Turm schwebt in der Luft. Wir können natürlich auch gucken, ob es hier irgendwo ein Fahrzeug gibt. Ich höre eine Tarneinheit. Ein Tarnposten.
Okay, die haben Spaß da unten. Da kommt ein Auto. Waren das alle? Wow. Das war ja richtig professionell, fast. Ich weiß nicht, ob man das in echt auch so machen würde, aber... Alle direkt erwischt. Ich fahre direkt weg, weil ich werde ganz böse von den Tarneinheiten da. Das ist ein ganzes Tarn-Squad. Habt ihr das gesehen da hinten? Ein ganzes Tarn-Squad. Oder? Aber ich will eigentlich nur möglichst schnell. Komme ich über diese Straße überhaupt dahin? Ja, dann komme ich auf die Hauptstraße, dann rechts und links halten. Okay. Okididokididu. Hauptstraße rechts und dann links halten. Ist das hier richtig, das links? Ja, gut. Jetzt blinkt das andauernd, weil ich die Wache da aus dem Fahrzeug rausgezogen habe. Und er dann automatisch die Dingens, die Pistole ausgerüstet hat. Da ist einer drin. Ich sehe für Nachtsicht. Solides Ding, Ghost Lead. Es sind Feinde im Lager. Aktiviere Nachtsichtbrille. So. Zeichen von Feindaktivität. Zeichen? Brille auf. Ich bin jederzeit kampfbereit. Bist du das? Ist ja wirklich sehr, sehr schön. Möglicherweise, aber wir wurden noch nicht entdeckt. Wir wurden nur möglicherweise entdeckt. Das ist ein Tarnposten. Aktiviere Nachtsicht. Jetzt wurden wir entdeckt. Na toll. Ich glaube, ich kann schon wieder wegrennen, weil die Geiseln jetzt eh getötet werden. Ja. Genau. So. Das ist einfach viel zu schnell eskaliert. So. Ghost-Modus aktiviert. Ziehen wir es durch. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir denn jetzt? Oder muss ich jetzt nochmal manuell auswählen? Nee. Okay, wir sind schon im Bereich. Da unten irgendwo. Ah ja, guck mal da. Wir haben Gesellschaft. Oh nein, das ist dieses Wolf-Lager oder in dem Fall ehemaliges Wolf-Lager. Ich hab Schluck auf. Wenn er mich sieht, wird er die Geisel töten. Soll das? Okay. Da haben wir eine Patrouille auf der Straße und noch eine. Zwei Patrouillen. Und das sind nur Pflanzen. Da hinten ein Funke. Da haben wir einen Raketenschützen. Da läuft eine Tarneinheit rum oder ein Tarnposten. Okay, da ist offensichtlich eine Geisel drin. Oh, da unten haben wir eine Dreierpatrouille. Okay. Gefängnisse. Noch ein Scharfschützen. Generator, sehr gut. Okay. Oh, da ist noch einer. Okay. Waren das alle? Können wir einfach gucken. Nein, es waren noch nicht alle. Eine fehlt noch. Vier Geiseln sind's. Eine fehlt noch. Eine haben wir noch nicht gesehen. Wo ist der? Wo ist die letzte Geisel?
Da drin. Okay, gut. Dann haben wir sie. So, und die haben ja immer so eine Wache dabei. Das heißt, wenn wir die Wache ausschalten oder die Wachen von den ganzen Geiseln, haben wir schon kein Problem mehr. Dann könnten wir auch entdeckt werden, ohne dass die Mission scheitert. Aber ich versuche es natürlich trotzdem, ohne Entdeckung zu schaffen. Ich hoffe, ich muss die dann nicht allzu weit wegbringen. So. Da hinten der Raketenschütze, der macht mir ein bisschen Sorgen. Der Mörser eventuell auch, aber der schießt ja nur, wenn wir entdeckt werden. Aber der Raketenschütze kann uns auch so entdecken. Jetzt nicht mehr. Nicht schlecht. Wo ist... Ich sehe es nicht. Ich sehe nur den... Ach, da ist noch eine Wand dazwischen. Verdammt. Kann ich die nicht von hier aus irgendwo... Mach mal die Tarnung an. Aktiviere Nachtsichtgerät. Das ist die Geisel, ne? Oder? Oh mein Gott. Das muss ein Präzisionsschuss werden. Boah, nice. Ich hatte so Angst, dass ich den Zivilisten treffe, die Geisel. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, schleichen wir mal rüber zum nächsten. Oh, das ist die eine Zweierpatrouille. Ich glaube, hier kann mich keiner sehen. Das ist noch ein Scharfschütze. Immer mitten rein. Der hat drei Schüsse ausgehalten. Normal halten die nur zwei aus. So, das scoute ich aber erstmal mit der Drohne. So, die Patrouille geht gerade weg. Gibt es hier noch eine Tarneinheit irgendwo? Sieht mal nicht danach aus. Was ist das? Ach so, Metall. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Gut. So. Die Geiseln hole ich jetzt noch nicht raus. Nicht, dass die nachher noch irgendwie entdeckt werden und dann scheitert die Mission deshalb. Da hinten kommt die Patrouille. Die dürfen natürlich auch keine Leichen entdecken. Ich gehe nochmal auf mein Hügelchen. Oder auch nicht. Ja, doch. Wenn die hier rüberkommen, dann schalte ich die aus und trage die in ja, Sicherheit quasi, sodass sie nicht entdeckt werden. Oder ich lasse sie ausschalten, ist noch besser. Feuer auf mein Kommando. Roger, bringe mich in Stellung. Ziel auf den Schützen. Verstanden, Wechselposition. Ups, jetzt habe ich aus Versehen Q gedrückt und die Markierung wieder entfernt. What the fuck? So, die Frage, wie weit die laufen. Eigentlich reicht das hier, ne? Feuer frei. Das war's. Wir
wieder mal erwischt. Spazieren die einfach auf den Hügel da, auf den Felsen. Das ist nicht so geil. Kann ich Leichen tragen, wenn ich getarnt bin? Das wäre lustig, aber unlogisch. Wahrscheinlich geht die aus. Ja, geht aus. Wäre lustig. Das würde einfach so für die Gegner so ein toter Soldat da rumschweben. Mit den anderen auch noch weg, weil die andere Patrouille auch da rumläuft. Ich hätte nur ungern, dass die Leichen hier entdeckt werden und dann die Mission auf den letzten Drücker doch noch scheitert. Weil eigentlich kann... Er läuft nicht. Jetzt geht's. Eigentlich kann ich ja ganz gut schleichen. Ich kann das. Ich mach einen Scan-Augen. Fury wieder im Scan-Rausch. Da unten kommt die zweite Patrouille. Es dauert aber noch ewig, bis sie hier hochkommt. Der Sniper da unten scheint relativ alleine zu stehen. Dann würde ich den schon mal ausschalten. So, das war der Sniper. Da läuft ein Tarnposten hoch zum Helipad. Da. Der Haufen Gegner da unten. Ganz außen rum. Ich muss nur aufpassen, dass ich das Missionsgebiet nicht verlasse. Ich sehe es ja jetzt auch nicht mehr auf der Karte. Ich könnte ja auch nur noch scannen. Oh, da geht die Tarnung aus. Okay, gut zu wissen. Hier sitze ich schlecht. Ich gucke, dass ich außenrum da hinten zu der Geißel komme und dann den anderen Schützen töten kann. Das ist das falsche Gebäude, verdammt. Damit die Geiseln schon mal sicher sind. Den Generator würde ich an sich auch gerne deaktivieren. Ich hoffe, die Tarnung geht jetzt nicht aus dadurch. Nee, gut. Wo geht's da rein? Ich scanne die Umgebung. Ja, bitte. Jetzt sind wir nicht mehr bitte scannen. So, da oben steht, da kann ich da durchschießen. Ich würde es ja ausprobieren. Das geht bestimmt, oder? Jawohl. Nice. Gut. Da hinten laufen zwei Tarnposten. Ich bin schon wieder viel zu trigger-happy. Ich muss aufpassen, ich darf nicht so viele Gegner töten. Denn wenn die Leichen entdeckt werden, bevor ich da den letzten Geiselnehmer da getötet habe. Da ist er. So. Ich denke, die Geiseln sind sicher. Wir wurden entdeckt. Die wissen, dass wir hier sind. Ich hoffe zumindest, dass die Mechanik so funktioniert. Dass da jeweils ein Geiselbewacher ist, der dann die Geisel tötet und... Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. Das ist dann... wenn die tot sind,
keine Gefahr mehr für die Geiseln gibt. Ich würde ja gerne den Feuerbefehl geben, aber... Nein, keine Verstärkung. Letzter Funker, bitte erneut melden. Ja, mein Tarnungszweck. Ich weiß nicht, ob ich es rauslassen kann oder nicht. Ich würde es gern wissen, aber... Gut, die wissen noch nicht definitiv, dass wir da sind, ne? Die sind noch... Oh, was ist das? Geht mit denen da oben ab? Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Oh mein Gott, ich hab den nicht gesehen. Setze die Kampfdrohne ein. Und warum schießt ihr nicht? Ah, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Okay, gut, ich lasse die jetzt frei. Und gebe einen Feuerbefehl. Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Zack, so. Sehen! Roger, wir feuern! Throne Wars. Ich darf eine Handgranate. Hä? Ach so. I see. Mann, schalt den Farb. Wir sind alle erledigt. Bin auf dem Weg zu dir. Echt? Alle erledigt? Das war's? Okay. Nice. Kann ich ja gerade mal gucken, wo die Tarnungspunkte sind, wenn noch welche da sind. Sehe keine. Drohne. Hoppala. Sieht auch keine? Da ist noch ein Gegner. Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Gut, dann sammeln wir jetzt mal die Geiseln ein und dann geht's ab. Gott sei Dank. Nein, nicht die Waffe. Oh Gott, wie ich das hasse. Mach doch. Ah, geht doch. Die Bodaks wollten mich umlegen. Die bringen jeden um, der sich ihnen in den Weg stellt. Ich sollte als Exempel dienen. Keine Sorge, mir nach, ich bringe sie in Sicherheit. Da runter? 1,4 Kilometer? Gibt's ein Heli? Stand auf dem Pad ein Heli? Auf dem Helipad? Bestimmt, oder? Ich hoffe es. Ah, da ist eine Treppe. Da können wir hoch. Das müssen wir erst alle einsammeln und dann geht's ab. Oh, bin ich froh, dass die Mechanik so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass die Geiseln außer Gefahr sind, wenn, ja, die Wache außer Gefecht ist. Vielen, vielen Dank. Vorsicht, hier treiben sich immer noch Bodaks rum. Ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass die immer Bodaks sagen anstatt Bodak. Ich komme da nicht drüber weg. Das klingt für mich so falsch. Bodak. Für mich waren das immer Bodak und werden für mich immer Bodak sein. Und nicht Bodak. Bodak! Bodak! Nein, nicht schon wieder die Waffe. Nein, meine Waffe! Die Schweine haben meine Freunde abgeschlachtet. Sie werden büßen, das verspreche ich. Kommen Sie, ich bringe Sie in Sicherheit. Ich glaube ja, dass Ghost Recon mittlerweile viel komplexer wäre, wenn es nicht parallel auch immer für Konsolen entwickelt werden würde. Oh, guck mal, das sind die Tarnungspunkte. Denn vieles, übrigens auch Minecraft,
wird durch Konsolenports und Mobileports zurückgehalten. Weil halt die Controller bzw. die Steuerungsmappings. Nomad, sieh hier. Gott sei Dank. Mir nach und seien Sie vorsichtig. Es sind noch Boddocks in der Nähe. Diese Schweine sind völlig irre. Gehen Sie voran, Ghost. Ich folge Ihnen. Ja, weil es halt nicht genug Tasten auf anderen Geräten gibt. Bei Minecraft ist es zum Beispiel so, da haben die Entwickler sogar mal wirklich gesagt, dass ein viel gewünschtes Feature nicht kommen kann, weil... Moment. Weil sie keine Ahnung haben, wie sie das gut für Mobile umsetzen können, sodass man das auf Mobile auch benutzen kann. Was war das noch? Ich glaube, dass man in beiden Händen was haben kann. Also in der linken Hand zum Beispiel eine Fackel, in der rechten Hand die Spitzhacke und so. Das haben sie nicht gemacht für die Bedrock-Version, also die Version, die auch auf Konsolen und auf Handys läuft, weil es auf dem Handy halt nicht gut umzusetzen ist. Und genauso ist es halt mit Ghost Recon, denke ich. Wenn Arma zum Beispiel auf Konsolen portiert werden würde, hätten die das gleiche Problem dann. Wir wurden entdeckt. Weil man für Arma ja eigentlich schon fast zwei Tastaturen braucht. Alles unter Kontrolle. Oh, Scheiße. So, komm, letzte Geisel noch. Gut. Sie sollten wissen, dass die Boddocks alles so einrichten, dass die russische Regierung als Schuldiger dasteht. Sieht so aus. Mhm. Aber keine Sorge, die Outcasts werden in der Region wieder Fuß fassen. Aha. Verdammte Scheiße! Die Boddocks wollen wohl den Russen ihre Aktionen hier in die Schuhe schieben. Interessant, interessant. So, was ist denn hier die nächste Destabilisierung? Ich wollte auf die Karte, Mann. Die nächste Destabilisierungsmission. Das wäre dann Rebellen für den Luftraum. Das ist wo? Da drüben, direkt neben dem Biwak. Was muss man da machen? Finden und retten Sie die Gefangenen, bevor sie sterben. Okay, ich flieg mal hin. Wenn das ist, was ich denke, dass es ist, dann brauchen wir einen Heli. Oder brauchen wir nicht, aber mit dem Heli geht's bedeutend schneller. Ja, denn wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, ist es sehr viel Rumgerenne. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht unterwegs abgeschossen werden. Leider ist dieser Heli auch nicht besonders schnell. Ich notiere mir jetzt mal gerade die Zeit. 49 Minuten. Oh shit, das war's. Während ich notiert habe, wo ich den Cut setzen wollte. Dachte, ich überspringe dann halt die Dingens, ne? Den Heli-Flug, schneide das raus. Aber ja, hat sich dann jetzt wohl erledigt. Ah, guck mal, hier wäre die nächste Mission. Aber das ist wahrscheinlich dann... Naja, ist ja egal, wir machen zuerst die da vorne. Können wir vielleicht auch im Fallschirm dann darüber springen und dann, so wie es aussieht, so viele Helis widerstehen, müssen wir die bestimmt zerstören. Immer dem Ticken nach.
Oh Gott, da ist eine Patrouille. Gut, die schnappen wir uns. Gar kein Ding. Ich könnte mal nochmal gucken, wie viele. Oh, guck mal, wir haben 1200. Könnten wir uns das leisten? Aber wenn wir nochmal so viele Punkte sparen, können wir die Batterieladung erhöhen. Feuer auf mein Kommando. Roger, bringe mich in Stellung. Mein Ziel erfassen. Bringe mich in Stellung. Bin bereit, Boss. Okay. 3, 2, 1. Feuer. Alle Ziele tot. Solide Arbeit. Oh, der Heli ist weit genug weg. Warum schießt dieses Sam auf diesen Heli? Ist das ein Outcast-Heli? Feindlicher Heli im Anflug. Wir müssen in Deckung gehen. Yo! Das ist ein Feind-Heli. Das andere war ein Outcast-Heli. Kämpfen die jetzt? Ich will mir das angucken. Die Outcasts sind damit beschäftigt, vor der Rakete wegzufliegen. Bei denen ist Verstärkung im Anmarsch! Das sind... Ich jag sie hoch! Nice. Warum ist da jetzt Verstärkung gekommen? Oh, da hinten geht's ab. Und deshalb... Die Outcasts wurden ein bisschen mitgemischt. Da. Man sieht die halt echt kaum. Finde ich echt gut. War's das? Alles ruhig? Ja, sieht so aus. War das da nicht sowas, was man einsammeln konnte? Nee, Steine. Erstmal gucken, ob es hier Punkte gibt. Keine Punkte. Dann starten wir mal die Geiselrettung. 10 Schritte. Sie werden die Outcasts bald hinrichten. Sieht aus, als wären sie hier lang gegangen. Warum kommt da so viel feindliche Verstärkung? Mehr Feuerkraft fixet. Oh oh. Ich hab nichts dagegen. Oh oh. Das ist doch. Ihr wollt mich doch verarschen. Warum kommt da jetzt dauernd Verstärkung? Wo ist dieser Stratege, der die Verstärkung ruft? Und warum ruft er die? So geht das. Danke. Bin ich verletzt? Natürlich bin ich verletzt. Wird knapp mit dem Zeitlimit, wenn das so weitergeht. Die da vorne, die haben... Dingens. Die haben Motorräder. Damit könnte es ein bisschen schneller gehen. Nehme ich mir das doch. Ich glaube, diese Folge wird ein bisschen länger. Die Drohne hat keinen Kraft mehr. Die ist hin. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Oh, da steht ein Gegner. Da. Ich hätte ihn fast nicht gesehen. So. Ab geht's. Was gibt's hier? Oh, eine riesen Blutspur. Da hat es jemand eilig. Ich krieg dich schon. Ach, so viel Blut, Alter. Ich glaube, so viel Blut, wie immer in so Spielen verteilt wird,
Das kann kein Mensch überleben. Oder höchstens mit guter medizinischer Versorgung. Wir haben einen Helikopter. Gut aufpassen. Ich werde dich schon finden. Siehe vorsichtig, hier treiben sich Zivilisten rum. Wo ist der Heli? Der Feind Heli. Die nerven gerade ein bisschen. Aber wobei, der ist weit genug weg. Feindlicher Heli in Sicht. Ja, der ist weit genug weg. Genau das meine ich nämlich auch. Oh, da unten. Helikopter außer Reichweite, wir sind hier sicher. Und jetzt stell dir vor, man läuft das zu Fuß. Deswegen wollte ich ein Heli haben. Schon wieder die Outcasts. Oder? Nee, gut. Hau rein. Ich hol dich wieder rein. Ich glaube, ich fahre falsch, ne? Ja, ich fahre falsch. Trials Rising Ghost Edition. Wow, oh mein Gott. Kosek. Der steht da. So. Hier rum, da hoch. Ich kann das Bike, wobei, kann ich es bis zum Ende mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Ausprobieren. Nein, 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 nein. Oh, shit. Das war die Sache mit dem Bike. Geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Ich hab's kaputt gemacht. Ach, verdammt. So viel dazu. So viel dazu, mit dem Bike bis zum Ende durchzugehen. Und ich habe einen Dunklikopter gesehen. Das ist der beste Freund vom Helikopter. Ach, schön. In dieser Höhle würde ich gerne hausen. Was haben wir denn da unten? Wir haben hier zwei Gegner, alles klar. Oh, da ist eine Geisel. Und noch zwei Gegner. Und die Zeit wird langsam knapp. Ab da runter. Hammer. Mein Aim, ne? Ja, komm. Ich bin falsch. Nein. Ich hätte da oben noch müssen. Oh, fuck. Ich hätte da oben. Jetzt kann ich hier unten nicht weitermachen, weil ich da oben den, was auch immer, nicht gemacht habe. Verdammt. Ja. Schön für den Heli. Ich hab keine Zeit, um zu warten jetzt. Wie komme ich da nochmal hoch? Um Gottes Willen, schaffe ich doch im Leben nicht. Ich wollte eigentlich schon sagen, dass die Zeitlimits hier bei Motherland sehr fair gesetzt sind. Also die sind eigentlich wirklich gut schaffbar. Oh, ich komme da nicht mehr hoch. Verdammt. Da hinten. Also die Zeitlimits, die sind eigentlich echt gut gemacht. So, die sind kurz genug, damit man ja in Eile ist. Aber nicht so kurz, dass es frustrierend ist. Also man kann es noch gut schaffen, aber wenn man nicht einen Punkt vergisst.
Verdammt. Sprinten kann ich auch nicht mehr. Toll. Das sind Outcasts. Ah, fuck. Warum sind da eigentlich so viele Outcasts im Luftraum? Habe ich die Mission gemacht? Feindlicher Heli, unten bleiben. Nee. Ich mache gerade die Mission, die Outcasts im Luftraum hinzufügen wird. Warum sind da jetzt schon so viele? Ach, herrje. Deshalb dauert diese Folge so lang. Oh Gott. So, weil ich die Blutspur nicht untersucht habe. Toll. Deshalb muss die Geisel jetzt sterben. Die Spuren führen da lang. 7 Minuten für 6 Schritte, das wird nichts. Mach bitte einen Fallschirmsprung. Danke. Also ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dass das nicht mehr hinhaut im Zeitlimit. Könnte ich eigentlich direkt neu anfangen, aber aufgeben ist nicht so meins. Die Bombe. Sie wird uns umbringen. Die ist entschärft. Fliehen Sie einfach. Wohin? Da. Keinen Punkt mehr übersehen jetzt. Oh je, oh je. Hier ist eine Spur. Und da geht's weiter. Die nächste Spur. Oh wei. Knapp 6 Minuten. Meter. Oh je, oh je, oh je. Eieieiei. Aufgeben ist keine Option. Also theoretisch schon, aber nicht für mich. Aber falls wir es wirklich nicht schaffen, müsst ihr da halt nochmal durch. Tarnposten, habe ich gehört. Aber ich suche jetzt nicht den Kampf. Ich versuche einfach so schnell wie möglich durchzukommen. Um das noch zu schaffen. Wo geht's da hoch? Da. Ist das eine Abkürzung? Ich hoffe es. Ja, ist gewissermaßen eine Abkürzung. Haben wir uns den Weg da unten gespart. Ich hätte sollen eine Wasserflasche ins Inventar packen. Zeit. 4,5 Minuten. Eieiei. Hier lang. Gegner. Scheiße. Nicht schlecht. So ein Heli. Ich weiß nicht, ob es ein Freund oder ein Feind ist. Zeigen Sie doch Mitgefühl! Mit den Gegnern? Mit denen, die euch auf die Bombe gesetzt haben? Nee, nee, mache ich nicht. Bombe entschärft. Na los, weg hier. Oh, tausend Dank. Ich dachte, ich würde sterben. Komm, ich nehme das Auto. Ich hoffe, ich komme mit dem Auto weit genug. Sorry, ich kann nicht warten, bis hier ein... Oh, da ist ein Cache, aber hab keine Zeit für den Cache. Aus dem Weg. Kurven komme ich nicht rum im Auto. Zu eng. Motorrad wäre gut gewesen dafür. Zeit. 3 Minuten. Was denn hier los? Noch mehr Gegner. Jetzt sind wir die Verräter. Ja, ihr seid die Verräter, genau. Hier ist eine Spur. Und da geht's weiter. Ich bin gar nicht hier. Ach du Scheiße.
300 Meter. Na gut, sind 3 Minuten, 300 Meter. Ist eigentlich noch gut zu schaffen, aber ich weiß nicht. Wenn der Heli mich sieht, dann war's das. Ach, das ist wieder ein Outcast-Heli. Oh je. Ich kann dir sagen, wenn das jetzt schief geht, dann kotze ich, aber... 2 Minuten. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Gegner da. So viele Outcast-Helis hier. Was sagt der oben? Feindlicher Hubschrauber. In Deckung. Nachtsicht an. Gutes Ding, Ghost Lead. War's das? Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Wir haben es geschafft. Los, Ito wartet. Oh Mann, danke. Wir werden Sie unterstützen. Oh. Übrigens wollen die Bodaks die russische Regierung für ihre Taten verantwortlich machen. Die wollen sie reinreiten. Das sind Monster. Gut. Heieieiei. Gut, dass das geklärt wäre. So, der Datenträger ist in einer Stunde voll, also muss ich mich ranhalten. So, entfernt Bodak Luftunterstützung beim Angriff auf Forschungszentrum Channels. Wird als nächstes angeheftet. Wohin müssen wir? Direkt darüber. Da unten steht ein Heli, sehr gut. Und hinter uns stehen auch, sind auch noch Scale Credits. Nehme ich natürlich gerne mit. Achso, das war der Heli, der... dem der Typ weggeflogen ist. Schade. Okay, haben wir hier... Ja, da ist ein Biwak in der Nähe. Ach stimmt, das ist ja genau das Treibstofflager, wo wir eben waren. Genau, ne? Gehe ich zu diesem Biwak und mache es dann genauso, wie ich gesagt habe. Fallschirm rein, alles kaputt machen und dann weiter geht's. Einmal rasten. Wer nicht rastet, der rostet. Einfach mal so umgemünzt, wie es passt. Wie es gerade passt. Guti. Komm, sofort aufbrechen. Scheiß drauf, wenn es dunkel wird, dann gibt es eben die neue Nachtsicht. Gut. Gut, so. Richtung dort. 850 Meter. Passt. 8 feindliche Fahrzeuge aufspüren und vernichten. Kriegen wir hin? Hoffe ich. Tarnposten in der Nähe. Ich schalte auf Nachtsicht um. Die Frage ist, wo? Da. Wieder ein ganzer Tarnposten. Ich schalte auf Nachtsicht. So, von wo? Da unten. C4 habe ich dabei und Raketenwerfer habe ich auch dabei. Gut. Ja, kann es mit jedem aufnehmen, das ist gut zu wissen. Kann ich von hier aus vielleicht auch schon die Fahrzeuge markieren? Boah, gib mir die Helis auf den Sack, ne? Aber vielleicht ändert sich das ja auch, wenn wir die Mission hier gemacht haben. Da. So. Das sind aber nicht alle. Es waren keine 8. Es sind vielleicht noch LKWs dabei, die zerstört werden müssen. Sollen es überhaupt 8 sein? Ja, 8. Das sind keine 8. Die Boote. Das sind aber immer noch keine 8.
oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist noch ein Boot. Das sind wohl Boot-Arks. Haha. Wie gehen wir hier am geschicktesten vor? Eigentlich wäre es geschickter gewesen, von oben nach unten zu arbeiten, ne? Ah, ein Tick zu spät. Tick zu spät gezogen. Eine halbe Sekunde zu spät. Schade. Mal gucken, ich hab noch, ich krieg noch eine Chance. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Mein Gott, ich will doch nur falsch umspringen. Ein Plupp. Kann ich eigentlich aus dem Wasser raus? Nee, kann ich nichts machen. Kletter raus, Mann! Er klettert nicht raus. Ich werde wahnsinnig. Alles sauber. Genau, geh du mal da runter. Greif ihn. Ich hoffe, das nimmt wohl ein Scharfschütze. So, wenn ich den jetzt... Wenn ich mit ihm zusammen ins Wasser falle, was passiert dann? Keine Ahnung. Ich will es nicht ausprobieren. Ich will nur, dass er ins Wasser fällt. Warum fällt er nicht ins Wasser? Angst, dass irgendwo ein Scharfschütze ist. Ich will den ins Wasser werfen. Geht doch. So. Okay, C4. Nummer 1. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Nummer 2. Hä? Hat die nicht gesagt, sie scannt? Am besten wäre es, wenn wir hier gar nicht entdeckt werden. Wäre echt schlecht, wenn da einer mit einem Heli oder so wegfliegt. Komm, Tarnung, lade dich schneller auf. Ist jetzt halt nicht mehr Tag. Ich mach's gerade schnell mit der Taste. Auf dein Zeichen, Ghost Lead. Ich weiß, dass da auch noch einer war irgendwo. Was ist das? Grüne Schilder. Grüne Warnschilder. Diese autonomen Geschütze können zu leicht gehackt werden. Die werden da nicht. Alles sauber. Sie sind tot. Gut gemacht. Wäre lustig gewesen, wenn er ins Boot gefallen wäre. Guck mal, da sind die Tarnungspunkte. Oder eine Einsatz-Tarnungspunkte zumindest. Ich habe echt Angst, weil normalerweise stehen auf den Dingern immer Scharfschützen. Ich habe echt Angst, dass die jetzt hier auch sind. Auch da sind. So, jetzt zu den Helis. Die brauchen aber zwei Schüsse, ne? Und hier gibt's Flugabwehr.
Ich hätte so als Idee einen Heli zu stehlen und damit die restlichen Helis zu zerstören. Das Problem ist, wenn der Heli abgeschossen wird, während ich drin bin, dann explodiert der in der Regel, bevor die Kameraden mich heilen können. Und dann war's das. Denn wenn ein Heli explodiert, während ich drin bin, dann ist der Tod endgültig. Da kann man mich auch nicht mehr wiederbeleben. Funker. Der muss weg. Richtig gut. Ich weiß nicht, warum der weg muss. Habe ich einfach so beschlossen. Ich mach mal zwei. Oder? Was soll ich so machen, wie ich gesagt habe? Ich würde es echt gerne ausprobieren. Wirklich. Ich würde es echt gerne ausprobieren. Ich weiß aber nicht, wo die Flugabwehrgeschütze sind. Guck mal, ob ich welche sehe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier welche sind. Ich sehe mir halt gerade keine. Ja, mit dem Helik da oben drauf. Oh, das ist schlecht. Okay, dann klaue ich keinen Heli. Also zumindest nicht den hier. Sondern präpariere den lieber. Nachtsicht an. Genial. Ich habe gestern gehört, wie der Funker mit einem geredet hat. Anscheinend geht auf der Insel die totale Scheiße ab. Nicht gut. Hier unten mal alles clearen. Dann ist doch 100 pro irgendwo ein Scharfschütze. Gehe auf Nachtsicht. Da hochgehen wäre echt saudumm. Aber ich weiß nicht, wie ich so. Ah, doch, ich weiß, wie ich sonst hochkomme. Da hinten, wo der Minigunner auf der Straße stand, eben. Da. Stand eben Minigunner. Ah, da ist er. Richtig gut. Jetzt liegt da ein Minigunner. Ich habe keinen C4 mehr. Gut, soll gerade mal gucken, ob ich noch irgendwie da unten Tarnungspunkte übersehen habe. Nein, gut. Da, nein. Ich habe Paranoia. Ich kann ja mal meine Fähigkeit einsetzen. Da vorne ist niemand. Da unten ist noch einer. Aber wenn der da nur am Dingen sitzt, ist er bestimmt ganz friedlich. Setze die Nachtsichtbrille auf. Wenn der nur da am Schreibtisch sitzt. Ich verschaffe mir einen Überblick. Das sollte helfen. Aktiviere Nachtsichtgerät. Nein! Oh Gott, wie ich das hasse. Hat sonst keiner mitgekriegt, oder? Nee. Gott sei Dank. Ich kann den nicht ausschalten, ohne dass er entdeckt wird. So, ein Heli da, ein Heli da, ein Heli da. Dann haben wir's. Dann muss ich aber das andere C4 dafür benutzen. Es wäre schön, wenn Fury jetzt noch mal scannen könnte. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, als hätte sie mich gehört.
mein Ziel erfassen. Aufpassen, bewege mich zum Ziel. Feuer auf mein Kommando. Brauche freie Schusslinie. Feuer auf mein Kommando. Ich will es halt echt nicht verkacken, ne? Man merkt's. Ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich gerade sehr. Den Heli könnte ich eigentlich klauen. Sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Bin schussbereit. Okay, Ghostlead. Alles sauber. Guter Schuss. Gut geschossen. Nein, gar nichts Kontakt. Da ist ja noch auch noch ein Flugabwehrgeschütz. Eieiei. Habe ich C4? Da. Von dem MK2 müsste eigentlich eine Ladung reichen, oder? Ziemlich gut. Gut, dass er gehustet hat. Heidewitzka. Oh nein, da hat jemand Leiche entdeckt. Das heißt, ich muss etwas schneller agieren jetzt. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hin? Darüber? Das ist der eine. Nein, verdammt, wie geht's da hoch? Ah, ich muss da runter. So geht das, Boss. Bringe mich in Position. Ich sehe das Ziel. Oh, ein Scharfschütze. Bewege mich zum Ziel. Und da ist noch einer. Ein Sniper hat uns im Visier. Oh, da ist noch einer. Wir haben alle erwischt. Rock'n'Roll. Die sehen uns nicht. Okay, Ein Fahrzeug weniger für die Bodaks. Aktivitäten. Verstanden. Geladen und entsichert. Ah, weg aus dem Radius. Nicht schlecht, Boss. Da versuche ich das im Raketenwerfer zu machen, bevor die wegfliegen. Ich habe Angst. Ich will nicht auf den letzten Drücker verlieren. Wo ist der letzte? Da oben. Ich hoffe, die fliegt nicht gegen den Zaun. Och, geschafft. Oder? Nee, ein Fahrzeug fehlt. Eins fehlt. Da unten. Hä? Ist das der Heli? Was ist das? Und ist irgendwas, was nicht kaputt ist, was kaputt sein sollte. Fallschirm. Nochmal Fallschirm. Das eine Boot ist nicht kaputt gegangen. Und da ist irgendwo eine Tarneinheit. Da. Warum ist das Boot nicht kaputt? Geh gefälligst kaputt. Sag mal. Das Channels-Forschungszentrum keine Verstärkung mehr aus der Luft, wenn ich es infiltriere. Wahrscheinlich zu viel C4 platziert insgesamt. Ach ja. Nice. So, auf jeden Fall haben wir. Ich schalte auf Nachtsicht um. Haben wir die. So, wo müssen wir dann hin? Die Hauptmission quasi dieser Region. Ich bin echt fertig gerade. Ich bin echt fertig.
Weißt du was? Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und dann bin ich gleich wieder zurück. Also für dich direkt und dann hoffentlich mit etwas mehr Energie. Ich habe so Hunger. Ja, dann. Für mich bis gleich und für dich bis jetzt. So, dann muss ich mal schauen, wo waren wir denn? Wo sind wir hier? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ja, Bäuchlein ist gefüllt und ich muss mir, glaube ich, für die Zukunft angewöhnen, bei Motherland Pausen einzuplanen und die dann auch einzuhalten. Denn normalerweise mache ich bei Aufnahmesessions, wenn ich mehrere Folgen aufnehme, immer nach jeder Folge eine Pause. Aber die Motherland-Folgen, die dauern halt ein bisschen länger. Das wären ja normal. Normalerweise mache ich ja immer pro Mission eine Folge. Aber hier bei Motherland mache ich halt pro Region eine Folge. Und da muss ich echt gucken, Zeit für die dass ich Nachtsichtbrille. die Pausen, dass ich Pausen mache. Sonst wird das nichts. Gut, so sind wir. Das hab ich gerade schon wieder Schluck auf, sag mal. Oh, hier gibt's noch Tarnungspunkte. Wo sind die? Es gibt noch 400 Tarnungspunkte hier. Ich schau mal gerade nach, ob ich die hier sehen kann. Wir waren da ja überall, aber Scheiter auf Nachtsicht. ist egal. Haben wir? Wir haben noch nicht genug, ne? Nee. So, ich wollte gucken, ob wir. Ne, Schnellreise geht auch noch nicht. Dann mache ich gerade mal Heizt den. ihnen ein. Alles klar. Eröffne Feuer. Damit die Gegner töten. Such die Gegend ab. Ich komme mit Raketen. Ich verschaffe dir einen besseren Überblick, Nomad. Ein Schuss, ein Treffer. Verdienen wir uns unser Geld. Triff sie dort, wo es weh tut. Nicht schlecht. Wenn wir hier alles säubern können, dann können wir auch eine Schnellreise machen. Passt auf! Hier ist Scheiße! War das alles? Nee, ne? Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Ach, die schießen auf den Mörser. So, geht's jetzt? Nee, immer noch nicht. Ach, Mann. Ziele erledigt. Formieren unter deiner Position. Zur Not könnte ich mich auch in die Luft sprengen. Da oben in dem Bunker ist bestimmt noch einer. Irgendwo habe ich eh noch einen gesehen. Aber wir können uns natürlich auch einfach weiter weg entfernen. Und dann da oben waren drei, glaube ich sogar. Ich glaube, es geht schneller, die Gegner zu töten, als jetzt weit genug wegzulaufen. Ja, ich komme ja raus, also rein zu euch. Muss die Stellung wechseln. Volltreffer, Baby. Vorsicht! Meine Güte. So, wo ist der letzte? Von den Kameraden da. Hörtet sie an! Du bist tot! Da ist er ja. Waren das jetzt alle? Nein, immer noch nicht, sag mal. Was ist denn da los? Da! Da ist noch einer. Oder auch nicht. Die Musik hört langsam auf. Und wir sind nicht mehr im Kampf. Sehr gut. So, da oben im Norden. Alles klar. Sehr gut. Ich glaube, ich mache wieder hell, oder? Muss ja eh kurz rasten, um wieder Munition aufzufüllen und dergleichen.
Wir haben 23.000, 32.000 Skill Credits. Davon könnten wir uns fast den gemischten Ghillie kaufen. Oder eine Waffe. Ich hätte ja schon Bock, wieder auf mal wieder einen Pfadfinder zu spielen oder so. Ghillie-Hose kostet 7.500. Oh, so viel geiles Zeug einfach. 10.000 und 17.000. 27.000. 32.000. Also es würde komplett reichen für den Ghillie. Wenn ich jetzt nicht gerade eine ganz harte, ja, ganz harten Rechenfail hingelegt habe. Yay, es ist wieder hell. Aber es regnet. Schade. Gut. So, was müssen wir tun? Dinge manipulieren. Das kriegen wir hin. Manipulieren, im Manipulieren sind wir gut. Haben wir da irgendwo einen Scharfschützen oder so? Sehen wir nix. Dann landen wir mal auf dem zweiten Dach da, auf dem höheren. Oder unten in den Scharfschützen. Aber wir gleiten ganz geschmeidig an ihm vorbei. Und landen im Stehen, ohne uns abzurollen. So, einmal aufklären bitte. Nix, alles klar, sehr gut. Alles ruhig. Ich wünschte, es wäre mehr los. Das Lustige ist, wenn man ein Gebiet erobert hat, so wie wir zum Beispiel in der, also in den letzten beiden Folgen schon, dann sind auch Outcasts, die Bodak-Einheiten festgenommen haben. Und da stehen die Bodak-Einheiten da mit Hände hoch, ne? Und dann haben die immer noch die gleichen Voicelines. Ich wünschte, es wäre mehr los. Und dann pass auf dein Funkgerät auf oder so irgendwas, ne? So diese ganz normalen Voicelines. Wie wenn sie patrouillieren, aber sie patrouillieren nicht, sondern stehen nur dumm da rum. Mit, ja. Hände hoch. Hab den Feind was. Kack? Kack? Hm? Kack? Oh nein, ich muss mich da durchsprengen. Nee, zu laut. Ich will das alles schön stealth machen. Da spreng ich mich doch nicht durch eine Tür durch. Das geht auch anders. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Mission nicht so gebaut ist, dass man, also dass ich eigentlich nicht sollte hier auf dem Dach starten. Also ich hätte soll von unten rein. Oh, zieh den Fall. Oh Gott. Was haben wir denn da? Bist du ein Stratege? Ja, du bist ein Stratege. Ein toter Stratege. Oh, hallo, was machst du denn da? Du lebst. Leben ist dir nicht gestattet. Gibt's da irgendwas? Ich guck mal gerade so. 400 Tarnungspunkte. Die Frage ist, wo? Gibt's die hier zufällig bei uns gerade? Nein. Okay, gut, dann kann ich ja direkt aufs Dach. Warum will ich aufs Dach? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich da eben den, weil da eben der Sniper saß. Da hustet noch jemand. Freeze. Freeze. Das wäre cool, wenn das gehen wird. Wie bei Metal Gear. Dass man die Wachen
zum Aufgeben zwingen kann. Ach, guck mal, er geht freiwillig weg. Oh, toll. Das ist ja prima. Hey, Drohnentyp. Feuer auf mein Kommando. Ja, ich drücke immer aus Versehen Q. Weiß nicht, irgendwie... Ich habe zu lange Singleplayer gespielt. Ohne Voice Attack. Also, ohne aufzunehmen. Dann mache ich Voice Attack oft nicht an. Manchmal schon, aber nicht immer. Feuer. Alle erwischt. Sauber. Oh. Ich hoffe, da oben ist kein Sniper. Ist keiner? Hier ist auch keiner. Da ist auch keiner. Gut. Perfekt. Setze die Nachtsichtbrille auf. Mitkriegt. Hä? Was? Was war das denn? Da siehst du, nach so einer kleinen Pause, bisschen was zu essen, ein lustiges Graysdale Plays Video geguckt. Da geht's direkt besser. Scheiße! Scheiß was? Drohnenteile. Oh shit. Aber dabei sind die doch gar nicht so laut explodiert. Ich habe auch nicht gewusst, dass die überhaupt so krass explodieren. Dass die mich verletzen können. Nein, nein, ihr holt euch gar nichts. So. Ach so. Ah, guck. Da oben in dem großen Gebiet da. Hey, ich will keinen Arm. Da sind die Drohnenpunkte. Tarnungspunkte. Schalte auf Nachtsicht. Wo ist der? Der Typ. Ich glaube, Vasili zielt schon hin. Niemand mehr. Hier ist auch niemand. Oh nein. Guter Schuss. Oh ja. Rechts ist noch eine Kiste, daran erinnere ich mich noch. Ich weiß aber, ja, da ist eine. Genau. Nicht, dass ich die Sachen noch bräuchte, aber hey, Loot ist Loot. So, in dem da oben oder in dem da unten? In dem da. In dem da oben sind die Tarnungspunkte. Und da müssen wir zufällig auch hin.
schlecht, Boss. Dankeschön. Eigentlich müssten wir doch so langsam noch mal ein Level abkriegen, oder? Da sind sie. Sehr schön. Reicht aber leider immer noch nicht. Für ein Batterie-Upgrade. So, wir müssen da oben hin und wir müssen hier hin. Erst hier und dann hoch. Oh, Laser. Noch mehr Laser da vorne. Gut, mit Lasern kommen wir klar, ist kein Problem. Könnten wir bestimmt auch mit einer EMP-Granate deaktivieren, aber warum? Bereite die elektrische Überladung vor. So, und jetzt da hoch. Ich glaube, es lebt gar kein Gegner mehr, oder? Wobei, Nomad hält die Waffe immer noch im Anschlag, also ist da noch... sind da noch Gegner. Oh, Minen. Vielleicht sollte ich da mal eine kleine MK1 EMP-Granate verwenden. Sind die... Geht das? Ich habe gelesen, es wird gehen. Es geht aber nicht. Ich wurde voll angelogen. Bubble Main, ich glaube, du warst das. Ich glaube, du hast gesagt, die kann man mit EMP-Granaten deaktivieren. Hm? Ich sehe dich. Hm? Und mein Arm ist in meinem Körper verschwunden. Naja, immerhin sind sie verschwunden. Immerhin sind die Minen jetzt weg. Muss ich gleich mal ausprobieren, ob es mit der... Der Regler ist durch. Mit der Elektroschockpistole geht. Na gut, mit der kann man sie zum Explodieren bringen, ne? Zum leise Explodieren. So, Stromstoß wird wo ausgelöst? Ganz weit weg. Aber hier gibt es einen Heli und leider auch Flugabwehr. Die können wir aber deaktivieren. Ich hoffe, da sind jetzt nicht nochmal neue Gegner gespawnt da unten. Das wäre echt doof. Ich sehe mal keine Bewegung. Hä? Haben die sich jetzt durch das kleine Stückchen schon rein teleportiert. So, die eine Flugabwehr haben wir deaktiviert. Da oben ist noch die andere Flugabwehr. Ich laufe jetzt nicht dahin und fahre nicht dahin. Ich schieße einfach einen Raketenwerfer drauf und dann ist gut. So, ich weiß nicht, ob da noch irgendwo eine Flugabwehr ist, aber ich hoffe einfach mal nicht. Leiten Sie allen Strom zum Channels Forschungszentrum, damit alle Daten gegrillt werden, gelöscht werden, was auch immer. Das Ding hatte ich deaktiviert, oder? Naja. Wenn nicht, habe ich es jetzt deaktiviert. Gegner? Nein. Reh. Sam, Raketenwerfer können uns sehen. Lass uns tiefer fliegen. So. Wieder mal Zeit für ein kleines Feuerwerk. Komm schon, Feuerwerk. Es ist Zeit für Feuerwerk. Das Netz ist mit dem Channels-Zentrum verbunden. Noch nicht fertig? Jetzt okay. Muss ich nur noch ins Forschungszentrum von Channels, um den Stromstoß in eine EMP-Bombe zu verwandeln. Oh, okay.
So, und das ist jetzt genau wo? Oh ja, Level Up, nice. Haben wir dadurch jetzt genug Punkte? Nee, reicht immer noch nicht. So. Komm schon, neuer Einsatz, genau. Zu gefährlich, um es zu behalten. Nochmal drei Dinge manipulieren. Ach, das direkt da unten. Ach, das ist das Ding. Dort, wo es vor Raketenwerfern nur so wimmelt. Oh, oh. Ja. Hey, das war knapp. Verschaff uns mehr Feuerkraft. Blöderweise hat die Explosion jetzt meinen Stealth-Plan, meine Stealth-Pläne zunichte gemacht. Hab ich sie beide gekriegt? Nice. Ach man, da würde ich ja jetzt direkt gern schon wieder von vorne anfangen. Oh, nicht. Aua. Ja, klar, genau. Genau. Wem willst du das denn erzählen? Jetzt hätte der mich da sehen können. Naja. It. Kit wie Kit. So. Sehr gut, sie wissen nicht, dass wir noch da sind. Das ist sehr gut. Das hört sich aber nicht so an, als wüssten die es nicht mehr. So, was müssen wir? Ja. Wieder irgendwelche Sachen hacken. Haufen Gegner da. Au, das war knapp. Hä? Oh. Schöner Treffer. Oh, Schwein gehabt. Raketenschütze erledigt. So. Müssen da runter. Kommen wir von hier aus da runter? Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Da hinten. Eine Tarneinheit. Schon wieder verletzt. Keine Spritzen mehr übrig. Zumindest keine starken. Scanne die Umgebung. Keine Überraschungen mehr. Lass sie ja nicht entkommen. Raketenwerfer. Granate. Ich würde ja echt am liebsten jetzt die Mission nochmal neu starten. Team, Feuer frei. Schießen, schießen! So geht's auch. Machen wir das Ganze so. Komm, jetzt schießt nicht auf den. Auf die Gerätschaften, sondern schießt auf die Gegner. Boah, nicht schon wieder. Feuerkraft ist da immer kann nicht runter. Voll getroffen. Ein Raketenschütze
Schüsse weniger. Rücke weiter vor. Oh, eins ist hier oben tatsächlich. Getroffen. Und eine Kiste. Nummer 1. Jetzt kann der Stromstoß alle Computer zerstören. Der ist tot. Ich schicke dir jetzt gern rüber. Irgendwo liegt eine Mine. Machen wir es mal interessant. Weit ausgeschaltet. Geschieht Ihnen recht. Kein Feindkontakt mehr. Sammelpunkt bei dir. Oh, ich wollte da einen Fallschirmsprung runter machen, aber war vielleicht ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Da drin. Die Drohne ist ausgeschaltet. Jetzt will ich mal ausprobieren, ob man diese Laser mit einer EMP-Granate deaktivieren kann. Das geht tatsächlich. Cool. Zeit für Nachtsicht. Nice. Die denken, dass wir abgehauen sind. Konzentriert euch! Ob das eben bei den Minen dran gelegen hat, dass die EMP-Granate nicht auf der gleichen Ebene lag wie die Mine? Das probiere ich auch noch aus. Die Bordax entschlüsseln Claw-Daten. Ich muss sie aufhalten. Irgendwo da drin muss die Mine sein. Vorsichtig. Da, so. Nein, geht nicht. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. So, und das letzte ist noch weiter unten. Oh, da liegt ja auch noch eine Mine. So, erledigt. Es hört sich ziemlich nah an. Du bist sowas von tot. Autsch. Du kannst doch nichts. Sonst gestorben. So. Nice. Ach, das ist ein Feind! Scheiße, ich dachte, das wäre ein Freund. Nein! Ich bin durch den Laser durch, aber es hat noch geklappt. Ich dachte gerade einfach, es wäre ein Freund mal wieder, der irgendwie irgendwo durch... Jetzt bin ich vorbeigerannt. Oh. Sehr gut. Alter, gibt's doch gar nicht. So. Ach, ich hatte nur müssen die Leiter... Oh mein Gott. Ich war so fokussiert auf die Laser, als ich die gesehen habe, dass ich dachte, da muss ich bestimmt durch. Von hier aus kann der Strom umgeleitet werden. So, und jetzt? Wohin? Wieder zurück? Oh, toll. Gibt's hier ein Heli? Nein, aber es gibt noch... Dingsbums. Tarnpunkte. Ohne Heli ist blöd jetzt. Was guckst du? Ach ja. So. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist ziemlich weit. Weg? Ach nee, das ist direkt da. Oh mein Gott, ich hab mich unnötig da runtergehüpft. Komm, dann machen wir das anders. Dann gehe ich darüber hoch. Und schnapp mir dann gerade noch die Tarnpunkte und dann beim Fallschirm rüber. Und dann, ja, den Stromstoß auslösen. Ich hoffe, wir sehen das Feuerwerk dann auch.
wenn da überall die Sicherung, wenn da alles durchbrennt und ja, in die Luft fliegt. Warum kann ich jetzt denn nicht da hoch? Ihr wollt mich doch verarschen. Ah, da. Ich weiß doch, dass es da hoch geht. War doch schon so oft da oben. In dieser einen verhängnisvollen Splinter Cell, also Episode 2 Mission. Wenn wir Zeit haben, sollten wir uns mal ausruhen. Jo, machen wir. Ausruhen machen wir, wenn wir Zeit haben. Also nie. Wasser reicht auch. Kann man auch unterwegs trinken. Denn wenn wir die Tarnungspunkte haben, müssten wir eigentlich, wenn es 400 sind... Sind es 400? Oder hinten sind noch welche? Hier gibt es 1200 Tarnpunkte. Sind das 600 in einer Kiste? Oh, die Frage ist, wo ist die Kiste? Ist die da runter? Nein. Doch, da hinten ist was. Doch, da ist er. Muss ich mal gucken. Tatsächlich waren 600 Punkte drin. Schneller auf. Nee, mehr Akku. Mehr Akku. Nice. So, wo waren die anderen jetzt? Die werden mir jetzt nicht mehr angezeigt, weil ich so weit weg bin. Naja. Wo kann ich denn da gut Fallschirm springen? Die Frage von da oben wahrscheinlich. Ich hoffe, er springt nicht einfach so darunter. Wie er das bei meinem Endkampf gegen die Bileth-Drohne gemacht hat. Nee, macht er nicht. Sehr gut. So, kommen wir genau rein? Ja, nice. So. Den eckigen USB-Stick in ein rundes Loch gesteckt, warum auch nicht? Jetzt kommen die Bolle. Der EMP-Stoß hat alle Computer und Sicherheitssysteme gegrillt. Die Basis ist bereit für die Outcasts. Das war alles? Schade. Hab mir mehr erhofft. Bowman, Ito, Nomad hier. Das Channels-Forschungszentrum ist bereit für die Outcasts. Sehr gut. Danke für Ihre Hilfe bei dieser Eroberung. Wenn die Sicherheitssysteme offline sind, können wir das Zentrum sichern. Das überlasse ich Ihnen. Bowman. Bin auch da, Nomad. Die Daten wurden gelöscht, aber es gab ein Leck. Ja, Sie haben verhindert, dass Sie Core-Daten abgreifen. Aber die konnten sich andere Forschungsdaten von Skelltech sichern. Das könnte unvorhersehbare militärische Konsequenzen haben. Sie wollen die Informationen an russische SWR-Server übermitteln. Dieselben, die vor ein paar Monaten kompromittiert wurden. Alle Spione der Welt haben diese Server im Auge. Das ist nachlässig. Als würden die Bodaks wollen, dass Russland in Flagranti erwischt wird. Niemand in der Geheimdienstwelt würde Russlands illegalen Einmischungsversuch in Aurora ignorieren. Das Verhältnis zwischen den Weltmächten würde irreparabel beschädigt. Wir müssen verhindern, dass sie diese sensiblen Daten übermitteln, Nomad. Ich entscheide, wie wir verfahren, sobald sie mehr Informationen haben. Roger. Nomad out. Hupsi, hatte vergessen, mich stumm zu schalten, bevor ich mich zurückgelehnt habe. Mein Stuhl quietscht ein bisschen. Ja, gut, das war die Region MN Copper. Das war eine schwere Geburt. 2 Stunden, alter Schwede. Okay, aber in der nächsten Folge dann Good Hope Mountain und Silent Mountain, aka DT Servo. Ja, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.